Hallo, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde. Wir, der Gregor Rüssel und Tanja Mutschusch, freuen uns sehr, als Ihre aktuellen Interimskreisvorsitzenden der CDU Potsdam hier heute unsere allerherzlichsten Weihnachtsgrüße übermitteln zu dürfen. Außergewöhnliche Zeiten liegen gerade hinter uns. Und als allererstes möchten wir uns doch bei Götz Friedrich für seinen außerordentlichen Einsatz für die CDU Potsdam hier nochmal auf diesem Wege bedanken. Aber auch allen anderen engagierten Stadtbezirken, engagierten Vereinigungen der CDU Potsdam vielen herzlichen Dank für ihren Mut, für ihre Schaffenskraft auch in diesem Jahr. Auch haben wir natürlich sehr kritische Zeiten gerade in der CDU Potsdam. Wir haben eine Streitkultur, wir haben viele Diskussionen, die aber auch für uns eine große Chance, denke ich, gewährleisten. Und daran glaube ich, dass es unser Grundvertrauen, dass wir gerade diese Chance auch für 2020 nutzen können, um hier einen starken Kreisverband der CDU Potsdam zu gestalten. Gerade gemeinsam werden wir, denke ich, hier weiterhin bessere Wege gehen. Ja, liebe Parteifreunde und Freundinnen, es liegt, Tanja hat es gesagt, ein aufregendes Jahr hinter uns und auch noch ein sicherlich aufregendes Jahr vor uns. Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit, aber auch der Liebe. Im 2. Korintherbrief steht ein Spruch, der heißt, wir können hoffen, deswegen haben wir Zuversicht. So heißt es ungefähr im 2. Korintherbrief. Ich glaube, das ist ein Spruch, der sehr gut in die derzeitige Zeit passt. Politisch gesehen, wie auch gesundheitlich gesehen. Ich glaube, wir brauchen viel Zuversicht und Zuversicht gibt Kraft und Kraft gibt Kraft zur Veränderung für das neue Jahr 2021. Nicht nur, dass wir alle, Sie und wir, hoffentlich gesund bleiben oder wieder gesund werden, sondern auch für viele, viele Wahlen. Ein schweres Wahljahr liegt vor uns, Bundestagswahlen und fast unzählige Landtagswahlen liegen vor uns. Also insofern brauchen wir Kraft, brauchen wir auch Zuversicht. Und ich finde, dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür lohnt es sich, Mut zu haben, dafür lohnt es sich, auch in der Partei tätig zu sein, auf ein tolles Jahr hoffentlich 2021 zu gucken. Und in diesem Sinne wünschen wir beide Ihnen und euch alles Gute, nochmals Gesundheit und vor allen Dingen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten! Bevor wir in die besinnlichen Feiertage gehen, möchten wir auch hier heute dann doch die Zeit nutzen, uns stellvertretend für alle wirklich vielen engagierten CDU-Mitglieder der CDU Potsdam heute den Herrn Kobo, unseren Kreisstellengeschäftsführer, ein kleines Dankeschön zu überreichen und hoffen, dass er uns auch weiterhin gerade in den nächsten spannenden, sehr spannenden Jahr begleiten wird. Und wirklich hier nochmal stellvertretend an dich, Herr Kobo, herzliches Dankeschön. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns gemeinsam auf einen hoffentlich besinnlichen Feiertage und auf ein hoffentlich erfolgreiches, für die CDU erfolgreiches 2021. 21. Herzlichen Dank.